Wenn ich fit wäre, würde ich niemals irgendwie eine WM ausschlagen oder so. Ist immer eine riesengroße Ehre für mich, dort zu spielen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass wir auch mit der Mannschaft hier ja viele Sachen vorhaben und auch in den nächsten Jahren hoffentlich weiter angreifen können und auch wollen. Und da wäre natürlich nicht so gut, wenn ich bei einer WM verletze und mir damit den Sommer so ein bisschen verbaue, sozusagen, wo ich noch sehr viel daran arbeiten muss. Aber im Endeffekt muss man einfach schauen, wie ich mich fühle nach der Saison und dann wird man alles in Ruhe angehen. Im Endeffekt bezahlt Ottawa mich. Und wenn ich nicht 100% fit zur nächsten Saison komme, hab ich ein großes Problem. Von daher versuche ich mich einfach voll und ganz darauf zu konzentrieren. Und wenn ich die Chance habe und 100% fit bin, zu einer WM zu gehen, werde ich es immer machen. Aber wenn man was hat, was jetzt vielleicht die ganze Saison über schon Probleme macht und ich habe auch ein paar Spiele verpasst dieses Jahr schon, dann macht es einfach keinen Sinn für mich, dieses Risiko nochmal einzugehen und ja, vielleicht ein Sommer, wo im jungen Alter sehr, sehr wichtig ist, dass man da viel arbeitet und ich glaube, ich kann mich an vielen Dingen noch weiter verbessern, deswegen will ich da überhaupt kein Risiko eingehen, dass ich einen Sommer verpasse. Ich würde sagen, ich habe sehr viel Selbstvertrauen in mein Spiel und weiß, dass ich auch gut werden kann oder gut sein kann in der Liga, aber ich glaube, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist und ich versuche einfach von Spiel zu Spiel mein Spiel zu spielen und jeden Tag auch im Training besser zu werden und ja, ich glaube, dass man hat immer so Phasen, wo es gut läuft und dann hat man noch immer so ein paar Phasen, wo einfach nichts reingehen will und im Moment läuft bis jetzt eigentlich relativ gut, deswegen versuche ich einfach daran weiterzuarbeiten.